Hallo und herzlich willkommen in meiner Küche. Bei mir wird heute gebacken. Es gibt leckeren, saftigen Möhrenkuchen. Möhrenkuchen schmeckt ja nicht nur zu Ostern. Den kann man eigentlich immer essen. Der ist wirklich lecker. Zunächst zu den Zutaten. Ich habe hier 180 Gramm zimmerwarme Butter, weiterhin 200 Gramm braunen Zucker und ein Päckchen Vanillezucker. Dann brauche ich 180 Gramm Mehl, schon vermischt mit 50 Gramm Speisestärke und 2 gehäuften Teelöffeln Backpulver, 3 Eier. Dazu kommen dann noch 100 Gramm gemahlene Haselnüsse, etwas Zitronenabrieb, 2 Esslöffel Joghurt und natürlich Möhren. Das sind jetzt 280 Gramm. Oben auf meinen fertigen Kuchen kommt dann noch ein Topping aus wieder 90 Gramm zimmerwarmer Butter, 150 Gramm Puderzucker und 250 Gramm Frischkäse. Für die Deko noch ein paar kleine Möhrchen und ich denke, dann können wir jetzt starten. Jetzt schäle ich mal erst die Möhren. Möhrenkuchen ist ja wirklich was Feines und auch nicht nur zu Ostern. Also Möhrenkuchen schmeckt an sich immer sehr, sehr lecker. Ja gut, mit dem Topping ist es natürlich ein bisschen mächtiger, aber man kann ja, wenn man möchte, Topping auch weglassen. Dann spart man ein bisschen Kalorien. Die Enden kommen natürlich weg. Und jetzt schneide ich die auf schöne kleine Scheiben. Und da kommen die hier in meinen Zerkleinerer. Natürlich, man kann die Möhren auch von der Hand runterraspeln. Das ist auch kein Problem. Oder viele haben auch eine elektrische Maschine dafür. Ich mache das hier in meinem kleinen Zerkleinerer. Fertig. Also ich muss sagen, der hat mir bisher immer super gute Dienste geleistet. Der hat mich noch nie im Stich gelassen. Schaut mal, das Ergebnis ist wirklich wunderbar. Für so ein kleines, günstiges Gerät eine feine Sache. Den Teig bereite ich jetzt hier in meiner KitchenAid zu. Da habe ich jetzt den Flexi-Rührer drin und als erstes muss jetzt mal die Butter verrührt werden. Klein wenig Zitronenabrieb. Da habe ich hier eine Bio-Zitrone. Deshalb kann man ohne weiteres die Schale verwenden. Die sollte man natürlich trotz alledem vorher abwaschen. Jetzt gebe ich die Eier dazu. Das Mehl verrühre ich jetzt mal eben mit der Stärke und dem Backpulver. Dann gebe ich da immer ein klein wenig bei. Ist ein bisschen von dem Joghurt. Und immer abwechselnd. Ui, da staubt's. Die Haselnüsse dazu. Natürlich die Möhren. Die gehören da jetzt rein. Wichtig ist jetzt schon mal den Backofen vorheizen. Ich gehe auf Ober- und Unterhitze und wähle 170 Grad. Jetzt soll der Teig noch mal schön rühren. Jetzt muss ich aber doch mal den Teig probieren. Das war für mich als Kind immer das Schönste, wenn meine Mutter gebacken hat. Teig naschen. So lecker. Der riecht auch schon richtig gut. Aber jetzt hole ich mal meine Backform und dann geht's weiter. Den Möhrenkuchen backe ich in einer Kastenform. Dafür muss der natürlich eingefettet werden. Das könnt ihr ganz
herkömmlich natürlich mit Butter machen, danach noch ein bisschen Semmelbrösel. Ich habe mir jetzt hier Backtrennspray gekauft und bin mal gespannt, ob das funktioniert. Das ist nämlich jetzt eine Premiere. Jetzt den leckeren Teig da rein. Form befüllen. So ein bisschen glatt streichen. Aber jetzt kann ich nicht anders. Bei jedem Backen in die Kindheit zurückversetzt. Meine Mama hat dann immer gesagt, tut nicht, das gibt Bauchschmerzen. Bleibt einem immer im Kopf. Kuchen im Ofen, 170 Grad für 40 Minuten. Wenn die Zeit gleich um ist, dann mache ich natürlich noch die Stäbchenprobe, ob der Kuchen auch richtig durchgegart ist. Und jetzt habe ich Pause. Jetzt trinke ich mir erstmal einen leckeren Cappuccino. Kuchen ist aus dem Ofen. Stäbchenprobe war erfolgreich. Das heißt, er ist auch schön durchgebacken. Und jetzt machen wir mal erst das Topping. Butter in den Topf. Jetzt gebe ich dann noch Puderzucker dazu. Und ich mache mir wieder ein ganz klein bisschen hier von meinem Zitronenabrieb. Los geht's. Fertig ist die Frischkäsecreme. Die ist super luftig. Jetzt geht's an die Deko. Um das jetzt hier richtig glatt zu streichen, habe ich jetzt hier den Teigspachtel ein bisschen mit Wasser nass gemacht. Jetzt streue ich noch so ein bisschen von den gemahlenen Nüssen oben drüber. Und endlich kommen jetzt die Möhrchen zum Einsatz. Fertig ist der Möhrenkuchen. Also ich finde, der sieht sehr appetitlich aus und der schmeckt wirklich fantastisch. Probiert es mal aus, kann ich euch nur empfehlen. Jetzt sage ich euch Dankeschön fürs Zuschauen. Lieben Gruß hier von mir aus meiner Küche. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein Däumchen hoch. Natürlich auch über ein Abo, wer mich noch nicht abonniert hat. Sag euch bis bald, bis zum nächsten Mal. Tschüss.